Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein viertes Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 12. Buch Sozialgesetzbuch, Drucksache 19/4827. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Als erster Redner hat Kollege Reul von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet mit der Einbringung des Gesetzes. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bringen heute ein Fraktionsgesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in den Landtag ein. Das Hessische Ausführungsgesetz zum SGB XII musste aufgrund der Reformvorhaben des Bundesteilhabegesetzes, der Pflegeversicherung und der geplanten Neuregelung im SGB VIII ab dem 1. Januar dieses Jahres überarbeitet werden. Die mit den Neuregelungen der Nachweis- und Abrufregelung im SGB XII mit Gesetz vom 21. Dezember 2015 vorgenommenen Änderungen machten eine Anpassung an die bundesgesetzlichen Regelungen im Landesrecht erforderlich. Dies betrifft die Termine für die Quartalsabrufe, die Abrufzeiträume, die eingeführte Jahresrevisionsklausel sowie die Nachweispflichten. Ferner erfolgte nunmehr auch eine Gesetzesbereinigung, indem die Vorschriften der Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem SGB XII vom 15. Dezember 2014 für den Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig in das Hessische Ausführungsgesetz SGB XII überführt werden. Dies sind insgesamt die Zuständigkeit des Verfahrens zum Mittelabruf und zum Erstattungsverfahren, der Nachweisprüfung und der Aufsicht im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung. Da es zwischen dem Bund und den Trägern in der Sozialhilfe, in Hessen sind es der Landeswohlfahrtsverband als überörtlicher Träger und die Landkreise und die kreisfreien Städte als die örtlichen Träger der Sozialhilfe, keine direkten Finanzbeziehungen gibt, erstattet der Bund den pauschalen Ausgleich an das Land. Die bundesgesetzliche Regelung sieht aber eine Weiterleitung an die zuständigen Träger der Sozialhilfe nicht zwingend vor. Aufgrund der durch die Bundeserstattungsregelung des § 136 im SGB XII vorgegebenen Termine ist die landesgesetzliche Regelung eilbedürftig und muss noch in diesem Jahr beschlossen werden. Ohne rechtzeitige landesgesetzliche Regelung ist weder eine genaue Bezifferung der von Hessen geltend zu machenden Bundeserstattung noch eine Weiterleitung der Bundesmittel an die Träger der Sozialhilfe möglich. In der Folge ist auch die Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem SGB XII dann aufzuheben. Weiterer Handlungsbedarf, und dies ist sehr wichtig, ergibt sich aus der Regelung in § 64 Absatz 1 SGB IX. Danach müssen die Länder die zuständigen Träger der Eingliederungshilfe ab dem Jahr 2018 bestimmen. Die Zuständigkeitsregelungen des § 94 Absatz 1 SGB IX wurden ausdrücklich von einem Inkrafttreten erst zum 1. Januar 2020 ausgenommen und müssen somit sofort geregelt werden. Der Bund hat nach heftiger Kritik der Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene die ursprünglich vorgesehene und für die Länder günstige Übergangsregelung des § 94 Satz 2 SGB IX Ende des Jahres 2016 im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wieder aus dem Bundesteilhabegesetz herausgenommen. Danach war bisher vorgesehen, dass bis zu einer Bestimmung im Sinne des Satzes 1 die bislang von der Eingliederungshilfe zuständigen Träger für die Eingliederungshilfe nach diesem Teil zuständig bleiben. Die vom Bundesgesetzgeber herausgestrichene Übergangsregelung fehlt. Vor diesem Hintergrund wird eine Übergangsvorschrift vergleichbar der herausgenommenen Regelung des Bundes in das derzeit gültige Hessische Übergangsgesetz SGB XII, Hessisches Ausführungsgesetz, aufgenommen, um eine etwaige Regelungslücke zu schließen und die Rechtssicherheit bis zu einer endgültigen Regelung herzustellen. Angesichts dessen, dass unter Berücksichtigung der weiteren Vorgaben in § 94 SGB IX und Umsetzungserfordernisse gemeinsame Gespräche zur Umsetzung in Hessen und Schaffung dann eines Gesetzes geführt werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt, eine weitere darauf gehende Regelung mit präjudizierender Wirkung für die Zuständigkeiten zu treffen. Zum Wohle der Menschen mit Behinderungen und im Interesse einer funktionierenden Verwaltung müssen aber die erforderlichen Umsetzungen und Regelungen genau betrachtet und auch erörtert werden, damit in dessen Folge dann die Zuständigkeiten für die Aufgaben auch genau getroffen werden können. Dabei ist von allen Beteiligten zu beachten,
meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist sehr wichtig, dass der Konsens in der kommunalen Familie erreicht und auch erhalten bleibt. Deshalb ist gerade die Diskussion, und das ist sehr aktuell, über das Leben-Abschnittsmodell sehr spannend und noch lange nicht eindeutig entschieden und ausgestanden. Gerade an dieser Stelle, dem Landkreistag und dem Städtetag in Verbindung mit dem Landeswohlfahrtsverband, fällt eine Schlüsselstellung und eine sehr hohe Verantwortung zu. Dabei muss aus unserer Sicht eine konsensuale Lösung das Ziel aller Beteiligten im Sinne der behinderten Menschen in Hessen sein. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben das Gesetz heute eingebracht. Wir bitten Sie in einem Rahmen der Diskussion dann auch um Anregungen, und wir sind sehr positiv gestimmt, dass dieses Gesetz dann auch seine Mehrheit finden wird. Und wir sind aber mit der Diskussion noch lange nicht am Ende, sondern wir werden weiterhin sehr intensiv mit den Trägern dann hier in Hessen diskutieren und hoffentlich auch zu einer gemeinsamen, sehr guten Lösung im Sinne für die Menschen, für die wir uns einsetzen, nämlich für die behinderten Menschen im Land Hessen, dann erreichen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, möchte ich ganz herzlich auf der Besuchertribüne jemanden begrüßen. Es ist Herr Thomas Fiesehorn von der Fraktion der CDU und Mitglied des Deutschen Bundestags. Ich grüße Sie ganz herzlich. Als nächster Redner spricht nun Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön. Ist es eine aus deiner Ecke da oben? Angrenzender Landkreis. Wir werden Ihnen, meine Damen und Herren, haben Sie schon gesagt, wiederholen, dass es heute schön ist, dass es blind ist. Ich habe darauf keinen Einfluss. Ah, jetzt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich kann das wiederholen, was ich heute früh zum Landesbinden jetzt gesagt habe. Der Vortrag des Kollegen Reul war fast so schnörkellos und sachdienlich wie der des Ministers. Aber natürlich nur fast, weil es natürlich ein Fraktionsantrag ist und nicht einer der Landesregierung. Ich habe dem inhaltlich nichts hinzuzufügen. Es liegt auch hier kein vernünftiger Grund vor, warum wir diesem Gesetz unsere Zustimmung verweigern sollten. Es sei denn, und das ist jetzt die Frage nach dem Verfahren, es sei denn, es würden im Verlauf einer Anhörung, die eigentlich jetzt leider sein muss, weil es keine Regierungsanhörung gegeben hat, und insofern werden insbesondere die kommunalen Spitzenverbände, aber auch die Träger zu hören sein, es sei denn, dass im Laufe der Anhörung dort noch schwerwiegende Gründe vorgebracht werden. Ich sage jetzt einmal für die SPD-Fraktion, die sind gegenwärtig nicht zu erkennen. Aber das ist der Vorbehalt, der im Moment zu machen ist. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, es ist ein, aufgrund einer, der Streichung einer Vorschrift sozusagen, einer Übergang zu einem eigentlich fälligen Ausführungsgesetz, das dann sicher lange von der Landesregierung, nehme ich mal an, eingebracht werden wird und auch nach einer ausführlichen Regierungsanhörung eingebracht werden wird, über das dann auch länger zu reden und gegebenenfalls auch zu streiten sein wird. Das alles ist hier nicht erkennbar. Deswegen sind wir auch bereit, das zügig zu machen. Insbesondere wäre es klug, schon zu der Ausschussberatung vielleicht eine Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände zu haben, um das Verfahren zu beschleunigen, weil in der Tat ja bis August etwas passieren muss und niemand ein Interesse daran haben kann, dass Zahlungen, die den Kommunen und anderen zustehen, nicht geleistet werden können. Insofern meine Anregung, wir sind zu jeder Schandtat bereit, wie immer. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Versuchung ist unglaublich groß, bei 7,5 Minuten zu einem Gesetz, zu dem man eigentlich nichts weiter sagen kann, als was der Kollege Merz eben alles gesagt hat, dem ich mich vollumfänglich anschließe, die Zeit zu nutzen, um tatsächlich einmal über den Ursprung zu reden, nämlich das Bundesteilhabegesetz. Dafür würden die 7,5 Minuten aber wiederum nicht ausreichen. Ich beschränke mich deshalb darauf, daran zu erinnern, dass der ehemalige Bundespräsident Köhler anlässlich der 100 Jahre des 100-jährigen Jubiläums der Plister in diesem unserem schönen Land im letzten Jahr gesagt hat, dieses Bundesteilhabegesetz muss man unbedingt verhindern, weil es so schlecht ist, wie es ist. Die schlimmsten
Es war, glaube ich, kein so ganz furchtbar schöner Tag für Herrn Grüttner. Ich habe das Foto dann gelöscht, das ich von Ihnen gemacht habe, während der Präsident sprach. Aber das wollen wir hier jetzt nicht mehr aufwärmen, denn es ist ja nun Gott sei Dank wenigstens das Allerschlimmste aus diesem Gesetz noch rausgekommen. Das, was wir jetzt hier tun müssen, müssen wir tun. Auch wir stehen da einer zügigen Regelung überhaupt nicht im Wege, weil das natürlich ganz wichtig ist, dass die Kommunen da wieder zu ihrem Geld kommen. An der Stelle kann man auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Kommunen diejenigen sind, die es finanzieren. Die Kommunen tragen das Geld zusammen, das der LWV da verwaltet und ausgibt. Und wenn es den Kommunen wirtschaftlich nicht so gut geht, dann gibt auch dieser Betrag dort noch einmal ein richtiges Problem her. Und wir müssen einfach gucken, dass wir hier nicht Kostendämpfung zulasten der betroffenen Menschen am Ende machen, weil das Geld angeblich nicht da ist, das wir dringend brauchen. Und ich denke auch, wir sollten hier noch einmal einen Moment darauf hinweisen, dass es letztendlich um so etwas geht wie Barbeträge und dergleichen mehr, was davon zeugt, dass Menschen, die ein Leben lang in diesem Land gearbeitet haben, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass diese Gesellschaft funktioniert, dass die Wirtschaft funktioniert, am Ende ihres Lebens, meistens dann, wenn sie in Pflege geraten, so arm sind, dass sie Taschengeldbezieher werden. Und darüber reden wir hier eigentlich gerade. Das heißt dann amtsdeutsch Barbetrag. Aber eigentlich ist es unwürdig, und wir sollten noch einmal über die Würde im Alter nachdenken. Ich hoffe, wir finden dafür eine Gelegenheit und finden auch Raum und kriegen in diesem Haus hin, noch einmal gemeinsam zu überlegen, wie man solche Situationen endlich beenden kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege Rock, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Merz hat darauf hingewiesen, wir haben es hier mit einem ganz konkreten Fall der Sozialstaatsmechanik zu tun, die, glaube ich, nur absolut Eingeweihte interessiert. Ich glaube, dass die Anhörung uns Aufschlüsse geben wird, ob das, was hier vorgelegt worden ist von den Fraktionen von CDU und GRÜNEN, schon das erfüllt, was der Vorredner hier gesagt hat, dass es einen Ausgleich zwischen den kommunalen Ebenen gibt. Und was uns natürlich wichtig ist, die Interessen der betroffenen Menschen ausreichend gewürdigt werden. Das würdigen wir nach der Anhörung. Ansonsten würde sich jetzt aus dem Gesetz heraus für uns kein Grund zur Ablehnung ergeben. Aber da hören wir mal noch einmal die Fachleute an. Und ansonsten glaube ich, dass bei diesem Gesetz kein großer Streit entstehen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Erfurth von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass es sich abzeichnet, dass wir hier so einen Konsens bekommen, weil wir ja im Grunde nur ein Umsetzungsgesetz auf den Weg bringen mit dem, was sozusagen zunächst zu tun ist. Es geht jetzt nicht um das Bundesteilhabegesetz in Gänze, wie das eben bei Ihnen anklang, Frau Schott, sondern es geht zunächst einmal nur um das, was wir hier in Hessen zunächst besorgen müssen, damit wir die Umsetzungsarbeiten für das Bundesteilhabegesetz beginnen können. Ich will es einmal so formulieren. Das Bundesteilhabegesetz war ja ein ziemlicher Kraftakt auf der Bundesebene für alle Beteiligten, für die Ministerin, die große Ansprüche erweckt hatte, die sie aber dann längst nicht alle einlösen konnte, für die Regierungsfraktionen, die sich da irgendwie zusammenraufen mussten und auf eine Linie einigen mussten, und auch für die Opposition. Ich kann da für die GRÜNEN sprechen auf Bundesebene, die sehr mit dem Gesetz gehadert haben. Und dann ist es dann doch gelungen, zusammen mit den Koalitionspartnern aus den jeweiligen Ländern ein paar Dinge noch durchzusetzen. Von daher ist es verabschiedet, und jetzt muss dieses Gesetz ins Landesrecht umgesetzt werden. Und vor allen Gesetzen, die sage ich mal, gewohnte Gleise verlassen und neue Umsetzungsschritte erforderlich machen, beginnen jetzt die Umsetzungsarbeiten. Und wie so oft im Leben fängt es auch hier mit dem Geld an.
Und der Kollege Reul hat ja beschrieben, worum es geht, nämlich die zugesagten finanziellen Entlastungen für die Länder. Das sind so 6 Millionen €, die zugesagt sind für die Jahre 2017 bis 2019. Da müssen wir Regelungen schaffen, damit das Geld vereinnahmt werden kann und damit das Geld dann auch tatsächlich auch an die behinderten Menschen weitergeleitet werden kann. Da brauchen wir schnell Umsetzungsmöglichkeiten. Deshalb auch an die Richtung, an die Adresse von Herrn Merz. Deshalb das Fraktionsgesetz. Wir müssen einfach schnell sein. Und wenn eine Regierungsanhörung noch vorgeschaltet worden wäre, hätten wir es schlicht und einfach nicht geschafft. Und ich finde gut, dass wir da diesen Konsens haben und die Anhörung, die Sie angeregt haben und die natürlich auch sein muss, die folgt ja dann. Und dann, auch darauf hat der Kollege Reul hingewiesen, wir machen neben nichts vorweg eine endgültige Entscheidung für den Träger der Eingliederungshilfe, weil da eben die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden genau noch geführt werden müssen und genau noch ausgeixt werden muss, wie wird es denn mal werden. Von daher ist das eine Übergangsregelung, die wir jetzt auf den Weg bringen. Die genaue und vertiefte Beschäftigung wird dann noch folgen. Das wird uns noch länger beschäftigen, da bin ich sicher. Da hat das Bundesteilhabegesetz noch manches zu bieten, was wir auch in Hessen noch durch die Mühlen drehen müssen. Aber jetzt für den Weg, für den Anfang bin ich sehr dankbar, dass sich abzeichnet, dass wir hier eine Anschubregelung auf den Weg bringen können. Und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen herzlichen Dank für die Einbringung eines Gesetzentwurfs durch die Fraktionen, der, wie Frau Kollegin Erfurth eben gesagt hat, auch der Zeit geschuldet ist. Wir alle wissen, dass das Bundesteilhabegesetz am 23. Dezember 2016 beschlossen worden ist und am 29. Dezember 2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist und erst anschließend die Chancen gegeben worden sind, überhaupt in Umsetzungen zu gehen. Und eine der wesentlichen Umsetzungen, Geld nicht nur zu vereinnahmen, sondern auch weiterzuleiten an die Betroffenen, ist das, was heute als Gesetzentwurf vorliegt. Und dazu muss eine gesetzliche Regelung bis zum Ende August getroffen werden. Und schneller ging es halt an manchen Stellen nicht, weil man an dem Punkt eben schlicht und einfach erst einmal schauen musste, wie man das entsprechend umsetzt. Zweiter Punkt. Ich will gar nicht auf die Fragestellung eingehen, was Bundesteilhabegesetz, das wird uns noch reichlich beschäftigen, bedeutet. Insofern war es eine Missinterpretation meines Gesichtsausdrucks von Frau Schott anlässlich von 100 Jahre Blister. Ich war zum damaligen Zeitpunkt auch nicht mit dem Bundesteilhabegesetz zufrieden, und ich bin auch jetzt nicht zu 100% zufrieden. Das Einzige, was relativ klar ist, wenn wir nicht dieses auch mit den Ergänzungen in den Bundestag hineingebracht hätten und wo wir uns sehr stark eingebracht hätten, hätten wir bis heute kein Bundesteilhabegesetz. Und kein Bundesteilhabegesetz zu haben, auch wenn dieses noch Lücken aufweist, wäre deutlich schlechter als der jetzige Zustand, weil wir damit schon den Versuch unternehmen können, sagen wir mal, ein selbstbestimmtes Leben eher zu ermöglichen als ohne eine solche gesetzliche Regelung. Insofern müssen wir sehen, dass wir an der Stelle weiterkommen. Deswegen wird uns ein dritter Punkt die Ausführung dieses Gesetzes, des Bundesteilhabegesetzes, schon noch beschäftigen, nicht nur in der Fragestellung des Inhaltes, sondern natürlich auch in der Frage, wie wir das nachher auch administrieren. Und jetzt wissen wir alle, wovon wir reden. Es ist immer dann die Frage, wer wird in Zukunft zuständig für die Eingliederungshilfe? Ist es der überörtliche Sozialhilfeträger, Landeswohlfahrtsverband, oder sind es die Kommunen? Das wird eine spannende Diskussion. Und diese Diskussion darf man nicht übers Knie brechen, sondern dazu sind sehr viele Details mit zu berücksichtigen, die sehr wohl abgewogen werden müssen. Und dazu dient auch diese Übergangsvorschrift in diesem Gesetz, zu sagen, wir verlängern den Status quo um 2 Jahre, um ausreichend Zeit zu haben, diese Diskussion zu führen. Weil bei mir sind jetzt schon Kommunen an dieser Stelle vorstellig, die sagen, wir wollen in Zukunft zuständig für die Eingliederungshilfe sein. Es gibt genauso viele Kommunen, die bei mir sind und sagen, lasst es bitte schön beim LWV. Und was der LWV sagt, kann man sich vorstellen. Also an dieser Stelle. Bitte?
So, also an dieser Stelle wird das eine spannende Diskussion, die uns in der Tat noch beschäftigen wird. Deswegen die Übergangsvorschrift in diesem Gesetz, um ausreichend Zeiten auch an dieser Stelle zu haben, diese Diskussion zu führen. Vierter Punkt. Ich werde versuchen, auf der Grundlage des eingebrachten, heute in erster Lesung eingebrachten Gesetzentwurfs für die Ausschusssitzung oder in unmittelbarer Nähe eine Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände, nicht im Sinne eines förmlichen Anhörungsverfahrens, aber zumindest in Form einer Auffassung dazu zu erfragen und dem Ausschuss auch zur Verfügung zu stellen. Das kann möglicherweise die Zeiten der Anhörung auch abkürzen. In diesem Sinne hoffe ich auf gute Beratung. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit haben wir das Ende der ersten Lesung erreicht, und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA.